und herzlich willkommen zu Aventuria unter dem Nordlicht Akt 3. Wir beginnen direkt mit Zoberans Versteck Akt 3. Rückkehr zu Legoslav. Sortiert alle Schicksalskarten in die Reserve zurück. Das habe ich hier schon mal vorbereitet. So halb. Unser Zugstapel. Ein zufälliger Held erhält die Startspielermarke. Das ist der Hilbert. Gut, der hat sie schon. Ihr kehrt zu Legoslavs Haus zurück. Er lässt euch eilig ein und geht sicher, dass ihr nicht verfolgt werdet. Es ist schon deutlich wärmer geworden, sagt Legoslav. Und das bedeutet, ihr habt es tatsächlich geschafft, den Föhnfluch zu beenden. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Doch wo ist die Föhnkönigin? Ist sie nicht in eurer Begleitung? Ihr erzählt ihm, was sich zugetragen hat, und während ihr erzählt, wird Legoslavs Gesicht immer blasser. Schließlich setzt er sich zu Boden und schluchzt. Damit habe ich meine Sippe erlöst, aber mir selbst ewige Verdammnis aufgebürdet, genau so, wie ich es verdient habe. Ihr beruhigt den Norbaden und fragt ihn, was los ist. Er zögert einen Moment, doch dann beginnt er zu erzählen. Nun gut, ich habe die Wahrheit gesagt, als ich von meiner Mutter erzählte. Sie wurde wirklich von der siebten Ältesten umgebracht und ich versuchte seither, den Rest meiner Sippe vor der Föhnkönigin zu erlösen. In meiner Not wandte ich mich schließlich an den Magier Zoberan, der im nahegelegenen Blockhaus lebt. Er versprach mir zu helfen, doch dafür musste ich meinen Namen mit meinem eigenen Blut auf ein Blatt Papier schreiben und es ihm geben. Da war doch was. Seitdem stehe ich unter seinem Bann und in seinem Auftrag habe ich euch in den Palast geschickt, um den Föhnfluch zu brechen und die Föhnkönigin zu ihm zu bringen. Doch nun, da die Föhnkönigin tot ist, kann Zoberan sie nicht mehr in seine Gewalt bringen und sein ganzer Zorn wird sich gegen mich richten. Damit bin ich so gut wie tot. Es ist auswegslos. Ihr schaut euch gegenseitig an und setzt euch dann zu Legoslav, um ihn über eure Entscheidung zu unterrichten. Ihr seid keine Schurken, sondern Helden. Und Legoslav hat euch nicht nur vor dem sicheren Erfrierungstod gerettet, sondern auch geholfen, den Polardiamanten in euren Besitz zu bringen. Stimmt, den haben wir auch noch bekommen. Der besagt übrigens, ihr dürft jeweils einen Marker von dieser Karte entfernen, um einen beliebigen Helden alle verlorenen Lebenspunkte zu heilen. Der Held darf zusätzlich außerhalb der Reihe zwei Karten von seinem Heldenberg ziehen. Habt ihr alle Marker von dieser Karte entfernt, so bleibt sie trotzdem in eurem Besitz. Das war schon mal gut. Mag ich. Mag ich auch. Selbstverständlich werdet ihr ihm helfen, das Pergament mit seinem Namen zu finden und ihn aus dem Bann des Magiers Zoberan zu befreien. Als er das hört, traut Legoslav zunächst sein Ohr nicht und dankt euch schließlich von ganzem Herzen. Ihr stapft durch den Schnee hinaus zum Blockhaus von Zoberan. Und klopft an die Tür, erhaltet jedoch keine Antwort. Nein, haben wir nicht. Ja, haben wir. Legoslav öffnet eine verborgene Klappe an der Seite des Blockhauses und holt einen Schlüssel daraus hervor. Mit einem Augenzwinkern öffnet er euch die Tür. Das Innere des Blockhauses besteht aus einem Wohnraum und mehreren daran angrenzenden Schlafräumen. Es ist gemütlich eingerichtet, wird insgesamt aber wenig bewohnt und weist keinerlei Essensvorräte auf. Ihr findet niemanden im Inneren des Hauses vor. Alles ist still und verlassen. Sehr verdächtig. Jeder Held legt eine Probe auf Sinnesschärfe ab. Ich habe es nicht geschafft. So. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir können jetzt Gepäck opfern, ne? Oder? Nee, Informationen haben wir noch keine. Okay, also wir sammeln gerade Informationen zusammen.
Für Misserfolge würden wir nichts finden. Okay, und wir müssen jede Runde einen Mark auf die Karte verstrichene Zeit legen. Das heißt, sollen wir Gepäck opfern oder wir müssen insgesamt 3 Mark auf der Ressourcenkarte Informationen sammeln. Das sind 3 Erfolge oder ein kritischer Erfolg und ein normaler Erfolg. Also in der Runde schaffen wir es eh nicht. Ich würde jetzt fast sagen, ein Mark auf verstrichene Zeit und in der nächsten Runde... Drei. Hoffen wir auf was Besseres. Wir brauchen nur 3 Erfolge, um es zu schaffen. Ja. Müssen uns nur alle 3 schaffen, oder? Ja. Also wenn wir jetzt alle Gepäck opfern, dann haben wir es auch geschafft. Ja, dann hätten wir es geschafft. 2 Karten, oder was? 3 ziehen und da musst du mindestens 2 ablegen. Oder um es zu einem kritischen zu machen, 3. So, ich mache auch schon mal mein Deck wieder bereit hier. Gernot, hattest du es geschafft? Nee, wir hatten es alle nicht geschafft. Das heißt, wir müssten es jetzt alle quasi in Erfolg umbiegen. Pass auf, ich bin Startspieler. Ich ziehe jetzt als erstes mal meine 3 Karten und gucke mal, was passiert. Okay. Und dann mache ich einen kritischen Erfolg draus. Okay, dann hätten wir 2 Informationen. Ich mache mal hier HA 1 auf 2. Mhm. Okay. Taljan, willst du auch Gepäck opfern? Macht ja Sinn, ne? Das, was jetzt... Ja, also ich ziehe jetzt 3. Wir brauchen aber nur noch einen, ne? Wir brauchen nur einen normalen Erfolg. Du musst mindestens einen für einen Reroll und 2 für einen sicheren Erfolg. Oder 3 für einen Crit, aber den brauchen wir ja nicht, weil wir haben ja schon 2. Eine für einen Reroll. Mhm. Oder 2 für einen Erfolg. Ich leg 2 ab für einen Erfolg. Mhm. Was legst du ab? Den Fulminictus Donnerkeil und Blitz dich find. Okay. Bei okay. Mir ist übrigens die Gardinenpredigt, der Gefahreninstinkt und die Liturgiekenntnis mal wieder. Mal wieder. Okay, aber das heißt, wir haben 3 Informationen gesammelt. Dann geht es weiter. Unter der steinernen Sockelplatte des Kamins verbirgt sich ein Schacht, der mit groben Holzbrettern ausgeschaltet ist. 2 Leitern führen hinab in die Tiefe. Zieht eine Schicksalskarte. Großes Glück, großes Glück, großes Glück. Ich muss erstmal mischen. Großes Glück. Ich hab den nämlich großes Glück. Glück würde gegebenenfalls auch noch gehen, wenn dir danach eine Sinneschärfenprobe gelingt. Es ist kleines Glück. Ein Held der Gruppe muss einen Schicksalspunkt ablegen, damit diese Karte als Glück zählt, ansonsten zählt sie als Unglück. Das macht doch jetzt bestimmt mal Pelara. Okay, ich opfer meinen Chip. Und das ist Glück. So, jetzt muss dir eine Sinneschärfenprobe gelingen, ansonsten ist es nämlich trotzdem Unglück. Aber wenn es gelingt, ist es ein großes Glück. Na komm, würfel du mal. Eine 10? Ist nicht gelungen. Ah, aber du hast einen Chip. Ich würde es nutzen. Soll ich wieder würfeln? Ja, bitte. Ja, stimmt, wir hätten auch... Ja. Ja! Sehr gut. Aber wir hätten ja auch statt Gepäckopfern auch schon einen Chip einsetzen können. Ne? Habe ich schon überlegt, aber der Reroll auf die 8 war mir nicht so... erschien mir nicht so sinnvoll. Gut, also großes Glück. Ihr bemerkt rechtzeitig, dass eine von den beiden Leitern nur ein Trugbild ist. Solcherweise gewarnt, macht ihr euch vorsichtig an den Abstieg der anderen Leiter und stellt tatsächlich fest, dass jede zweite Sprosse angesägt ist. Außerdem bemerkt ihr am Fuße der Leiter eine Falltür, die unter eurem Gewicht aufklappen und einen noch tieferen Sturz in eine Fallgrube verursachen würde. Aber auch dieser Falle könnt ihr erfolgreich entgehen. Puh. Der Schacht erweitert sich nach unten auf eine Größe von 3x3 Metern. Eine Tür in der Nordwand führt in einen kurzen Gang, der von 2 grünlich leuchtenden Fackeln erhellt wird.
Eine Bodenritze in diesem Gang deutet darauf hin, dass auch er durch eine Falle gesichert ist. Das sieht übrigens ungefähr so aus. Mhm. Hinter einer Tür in der Westwand. Also ich vermute mal, das ist der mit den beiden Leitern und hier ist die Tür zur Westwand. Befindet sich ein etwas längerer Korridor, von dem mehrere Türen abzweigen. Aber am Ende dieses Korridors hält ein großer schwarzer Löwe Wache. Die Bestie hat eine beachtliche Schulterhöhe von 1,5 Metern. Ah, okay, also das ist dann hier der Löwe. Ne? Hier die Tür, hier sind die Türen, die abgehen und hier ist der schwarze Löwe. Startspielerentscheidung. Das bist ja immer noch du, ne? Bisher war noch keine Startspielerentscheidung. Mhm. Entscheide, ob ihr den Gang mit den Fackeln oder dem Korridor mit den Löwen betretet. Also ich zeige gerade nochmal. Hier oben Fackelgang, hier unten Löwengang. Boah. Chimärenmonster oder Illusionsgang? Fackeln. Fackeln. Zieht eine Schicksalskarte. Unglück. Der Startspieler, das bist jetzt aber nicht mehr du. Talian, du bist Startspieler. Du trittst über die offensichtliche Trittfalle im Boden hinweg, aber stellt sich heraus. Achso, nee. Das ist, bist noch du, ne? Ja, ja. Ich wollte doch sagen, das wäre genau. Unfair, wenn ich das für Italien entscheide. Also, Hilbert, du trittst über die offensichtliche Trittfalle im Boden hinweg, aber stellt sich heraus, dass die eigentliche Trittfalle dahinter angebracht war. Mit einem lauten Klick senkt sich die Bodenplatte herab. Gerade noch rechtzeitig gelingt es dir, in Sicherheit zu springen. Die Fackeln im Gang sausen einem unvorhersehbaren Rhythmus auf und ab. Und ihr müsst es irgendwie schaffen, dorthin durchzukommen. Jeder Held legt eine Probe auf Handwerk ab. Nee, das ist gut. 11? Nee, das ist mal misslungen. Mit 13 knapp daneben. Mit einer 14 habe ich es geschafft. Okay. Also erstmal Hilbert, ganz so unvorhersehbar ist der Rhythmus dann doch nicht. Du entwickelst ein Gespür für die Bewegung der Fackel und schaffst es so unbehelligt auf die andere Seite. Sag uns doch, wie es geht. Das ist wie tanzen. Links, links, rechts, links, links, rechts, also, links, links. Wir würden uns jetzt verschätzen und 2 Lebenspunkte verlieren, wenn wir nicht irgendwas machen. Aber ich glaube, die 2 Lebenspunkte nehme ich in Kauf. Ich auch. Also wir verschätzen uns und werden von jeweils einer Fackel getroffen. Dann haben wir nur noch 30. Ihr gelangt in einen großen Korridor, der in West-Ost-Richtung verläuft. Nach Osten hin verjüngt sich der Gang und verschwindet schließlich hinter einer Biegung. Ihr könnt dort Bewegungen von kleinen Kreaturen und ein leises Fiepen ausmachen. Ansonsten hat der Korridor 2 Türen. Also wir kommen jetzt hier unten, das ist der Fackelgang. Das ist der Korridor, hier ist die Verjüngung. Ansonsten hat der Korridor 2 Türen in der Nordseite und 2 in der Südseite. Also dann ist das hier die Nordseite und das ist die Südseite, hier sind nämlich 2. Durch die östliche Tür in der Südseite geht es in den von Fackeln erhellten Gang. Achso, nee. Aber der hat doch 2 in der Nordseite. Achso, 2 Türen in der Nord und 2 in der Südseite. Okay, ich habe mich verlesen. Ja, genau. Also 2 in der Nord und 2 in der Süd. östliche Tür sind wir gerade reingekommen. Und hinter der westlichen Tür der Südseite könnt ihr in ein Laboratorium schauen. Die beiden Türen im Norden lassen sich nicht öffnen. Anstelle von Klinken und Schlüssellöchern weist jede von ihnen in der Mitte eine Vertiefung von einem eingeschnitzten Pentagramm auf. Startspielerentscheidung, Talian, das bist du jetzt. Entscheide, ob ihr das Laboratorium betretet oder den Gang in Richtung der Biegung verfolgt. Ins Labor. Okay. Eine Forscherin, ein Geweihter und ein Magier betreten Zoberans Labor. Genau.
das jetzt hier, da, nee. Mist, es gibt nämlich hier ein Laboratorium. Kriege ich das jetzt hier nochmal rein? Wie war das? Ach, da oben war das, genau. So. So. Laboratorium. Das Laboratorium wird von einer Feuerstelle und mehreren an den Wänden befestigten Fackeln erhellt. In diesem schaurigen Licht erblickt ihr Käfige voller seltsamer Kreaturen. Wasserratten mit Falkenschwingen. Hamster mit zwei oder drei Köpfen. Papageien mit einem samtenen Pelz anstelle von Federn. Armlange Raupen mit Krokodilskörpern und viele andere groteske Erscheinungen. Auf den Labortischen liegen Tierkadaver mit aufgeschnittenen Leibern und diverse abgetrennte Gliedmaßen von Reptilien, Säugetieren und Vögeln. Ihr seid in das Labor eines Chimerologen gestolpert. Jeder Held legt eine Probe auf Sinnesschärfe ab. Ja, die ist gelungen. Bei einer 5 habe ich es geschafft. Misslungen. Talian, das Licht ist so funzelig, dass du nichts erkennen kannst. Und wir beide, wir finden zwei Holzkonstruktionen in der Form von Pentagrammen. So, kritischen Erfolg hat keiner von uns. Also kritischer Erfolg wäre eine Belohnungskarte und eine Plusmarke und es wird an anderer Stelle weitergehen. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich bin immer schwierig. Ich finde sowas nach der Resultatveröffentlichung zu machen immer doof, aber. Ja. Deswegen werden das jetzt auch nicht mehr. Also es geht weiter. Nach längerem Suchen findet ihr zwei Holzkonstruktionen in der Form von Pentagrammen und nehmt sie an euch. Dann fällt euch auf, dass euch mehrere Chimären umringt haben, die nicht in Käfigen aufbewahrt waren. Ihr Fell- und Körperbau ähnelt den einer Hyäne, doch am Kopf tragen die absonderlichen Wesen mächtige, schneckenförmig eingerollte Hörner und sie sind so aggressiv wie ein Widder in der Hochbrunft. Das Ganze sieht dann so aus. Widderhyänen. Genau. Sucht aus den unter den Nordlicht drei Abenteuerkarten die Karte Pentagrammhals heraus und legt sie offen aus. Pentagrammhölzer. Ihr habt zwei Hölzer in der Form von Pentagrammen gefunden. Die ist aber hier noch Spiegelseite. So. Könnte zu den Türen im Norden passen, ne? Jeder Held verliert 1W6 plus 1 Lebenspunkte. Sollen wir für jeden einzeln würfeln? Ich glaube, wir machen wieder für alle eins. Einen einheitlichen Wurf für alle. 3 verliert jeder von uns. Das heißt, wir haben 27 und du hast 29. So, wir kommen wieder in den Korridor. Achso, Startspieler geht noch einen weiter. Das bin dann ich. Ne, jetzt habe ich mich verklickt. So, ich krieg keinen Chip. Ich will Startspieler werden. So. So, wir haben jetzt die Option, auch die Tür der Nordwand anzuschauen. Oder halt die Verjüngung des Ganges. Also ich wäre dafür, wir gucken uns an der Nordwand um, oder? Das ist deine Entscheidung.
Ja, aber ihr dürft mich ja beraten. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, wir müssen unbedingt... Nee, komm, wir machen Nordwand. So. Die Pentagrammhölzer, die ihr im Laboratorium gefunden habt, passen wie angegossen in die Vertiefung der Türen an der Nordwand des Hauptkorridors. Somit bleibt nur die Frage, welche der beiden Türen ihr öffnen wollt. Hilbert, linke Tür, deren Türritze dunkel ist, oder rechte Tür, deren Türritze erleuchtet ist? Dunkel oder hell? Ich bin ein Freund von erleuchteten Räumen. Also die rechte Tür. Ihr betretet eine große, gemütliche Kammer, die mit Sandstein ausgemauert ist. Kann nur eine Falle sein. Im Kamin brennt ein kräftiges Feuer. Auf einem Schrank stehen Gläser mit Kräutern, Gewürzen, Tee und ähnlichen Dingen, darunter auch ein sehr großer Honigkrug. An einem Schwenkhaken hängt ein eiserner Topf über dem Feuer und ein würziger Duft erfüllt den Raum. Die Wände sind mit Wandgemälden von außerordentlicher Schönheit verziert. Weitere Gemälde sind in einer Ecke aufgestapelt, neben einer abgedeckten Staffelei. Zurbaran sitzt auf einem Schemel und malt gerade ein Gemälde von einer Gruppe Chimären, die sich vor ihm versammelt haben und vollständig stillstehen. Ob sie dies aus Respekt vor ihm tun oder unter dem Einfluss eines Zaubers stehen, könnt ihr nicht sagen. Zurbaran wendet sich mit einem Lächeln zu euch um. Schau an! Die Abenteurer. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht erwartet, dass ihr die Mission überleben würdet. Ihr seid die Ersten, denen dies gelungen ist. Als Zurbaran sieht, dass sich die Föhnkönigin nicht in eurer Begleitung befindet, wandelt sich seine Freundlichkeit schlagartig in Zorn. Wie kannst du es wagen, dich meinen Anweisungen zu widersetzen? Herrscht Zurbaran den armen Legoslauf an. Und glaubst du wirklich, dass diese dahergelaufenen Abenteurer dich vor meinem Zorn beschützen können? Bevor ihr angemessen auf diesen Vorwurf reagieren könnt, erhebt sich der Magier und brüllt: Blum bum barum narretei, Arm und Schwert sind schwer wie Blei. Ihr spürt, wie euch die Arme und Beine schwer werden und selbst das Denken fällt euch schwer, während Zurbaran seine Chimärenmolter auf euch hetzt. Weiter bei 42 Kampf gegen Zurbaran. So, Kampf. Erstmal müssen wir zwei Karten ablegen, ne? Haben wir Minusmarken schon wieder? Ach Mist, wir hätten das vorm Akt machen müssen. Das ist immer das Erste, was man machen muss, ja. Südweiser und Akrobatik hat es bei mir erwischt. Die heilige Salbung und der zweite Gefahreninstinkt. Yay. Aeolithus und Invocatio Major. Das ist doof. Ah, so, wir haben schlecht. Zeitskala normal. Wir starten mit 7 Zeitmarkern. Legt 5 Verderbensmarker auf die Gegnerkarte Zurbaran. Ich glaube, okay. Man muss erstmal die ganzen Glückskarten und sowas wegräumen. Ich muss erstmal hier ein bisschen Platz machen. Hoffentlich sind auch die Yetis nicht mehr dabei. Ne, jetzt kommen ja Chimären und so. Was das besser macht, weiß ich nicht. Werden wir jetzt sehen. So. Unterm Nordlicht 2. Das ist so weg. Nach dem Stream muss ich noch eine Anekdote mit euch teilen. Alles klar. So, 8 Polardiamanten haben wir aber ja. Wie kommen denn da Marker drauf? Steht das hier dann auch? Aber gleich mal gucken. Oh ne, die bleiben hier liegen. Das kommt aber weg. Und unten Nordlicht. So, widrige Umstände bleiben auch liegen. Ihr dürft jeweils einen Marker von dieser Karte entfernen. Warte, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das eben stand, wo wir den bekommen haben. Als wir den bekommen haben. Ich rate mal Anzahl Spieler. Ja, korrekt. Das war nämlich unsere Belohnung eben im Kampf. Juhu. So.
Zeitskala haben wir Zurbaran. Mensch, Magier, Anführer. Startspieler mit Nahkampfangriff. Und eine Lähmungskarte. Oder Magieangriff. Oder er lächelt unheilvoll. Und er startet mit 5 Rüstungen und das wird jede Runde einer weniger. Ah ne, in der ersten Runde noch nicht, aber nachher dann. Das heißt, die Rüstung baut sich ab. So. Aktionen hat er 3. Rüstungsschutz 5. 21 Lebenspunkte. So, das haben wir auch eingerichtet. Chips ist im Moment nur einer beim Talian. So. Kampfumgebung Plumbumbarum. Zurbaran hat einen mächtigen Zauber gegen euch gewirkt, der eure Glieder während des Kampfes schwer wie Blei macht. Ihr müsst deshalb sehr umsichtig vorgehen, denn jeder Fehler rächt sich hundertfach. Immer wenn einem Helden ein Angriff misslingt, erhält er dafür keinen Schicksalspunkt und darf außerdem in der laufenden Runde keine weiteren Angriffe unternehmen. Okay, aber wiederholen darf man sie, ne? Das heißt, wir müssen dann fast gucken, dass wir Angriffe wiederholen. Ich leg das mal hier hin. Ich glaube, hier kann man fast... hier spielen wir erstmal mit den Regeln der Karte, ne? So, ich lege schon mal das Lähmungsgift hier daneben. Das kommt zum Einsatz, wenn er eine Nahkampfattacke macht. Zeitskala ist schwer, brauchen wir nicht. Ah, besteht die Gruppe aus 1 bis 4 Helden? Ja, so legt die Karte Zurbarans Lähmungsgift unter Zurbarans Gegnerkarte. Ja. Ich lege sie einfach mal so drin. Falls die Abenteuerkarte, nein. Lysira ist nicht dabei. Ist irgendwas dabei, wo wir Handkarten verlieren? Also nicht bei Zurbaran. Okay. Es sei denn, der Homursus kommt jetzt ins Spiel. Aber nee, das ist, glaube ich, ein extra Kampf. So, Zurbarans Plumbumbarum ist eine Belohnungskarte. Die können wir wahrscheinlich dann bekommen. So, Lysira haben wir in keiner Form. Nein. Wie viel dürfen wir ziehen jetzt? Normal 5. Davon kannst du beliebig viele wieder zurücklegen und dann. Nee, aber wir haben keine Minusmarken, das meine ich. Genau, wir haben keine Minusmarken. Okay. So. Bilder in Schergen, Stapel aus den Schergen. Chimäre, Söldner, Wächter. Falls der Scherge Schattenlöwe, nein, haben wir nicht. So, Anzahl Helden mal 5, also 15. Und verstrichene Zeit haben wir 3, also 18. Können wir das schon mal wieder runter machen? So, 18. Wächter, Chimäre, Söldner. Ich mache die Stapel so, dass wir da auch nichts Doppeltes haben, ne? Niederlage ist ganz normal. Verderbensmarke, Anzahl Helden. Wir sind erfolgreich, wenn wir Zurbaran ausschalten. Und abtrünnige Lysira hätten wir ebenfalls ausschalten müssen, aber die ist ja nicht da. So, Wächter, Wächter, Wächter. Wächter hatte ich jeweils schon einen in dem Stapel. Frostriese und Yetis. Die können wir dann schon mal wegpacken. Wegklappen. So, dann hat man noch Chimären und Söldner.
Chimären. Chimären haben wir, glaube ich, hier bei Borberat mit drin, ne? Genau, da haben wir die Widerhyäne, eine Raubschwinge, Blutschakal, die Kanaria-Morphu. Die Hundeblume, die Wolfsechse, V-Wolfhirsch, ja, das sollten sie gewesen sein. Und dann noch Söldner. Ja. Söldner. Menschen habe ich hier vorne. Das waren die Wächter, Wächter. Diener aber auch nicht. Söldner. Ein Söldner-Scharfschütze, ein gewiefter Söldner, ein Langbogenschütze, ein horasischer Duellant, ein eifriger Grünschnabel, bornländische Schlägerin. Ne, das ist keine Söldnerin mehr. Gut. Das sollte reichen. Als Stapel. Was war da gesagt? 18, ne? Ja. Gut, seid ihr soweit? Mhm. Dann. Ja. Ich mische gerade noch, dann ziehe ich nämlich jetzt gleich mal die Schergen und dann. Startspieler ist schon weiter. Ja, ne? Ich hatte die Entscheidung und. Ne, du hattest die letzte Entscheidung. Welche Tür? Stimmt. Das heißt, Talian darf in den Kampf starten. Wie viele Lebenspunkte hat er? Hier die 21 hier oben. Und, Verteidigung. 5 Rüstungsschutz und 3 Aktionen aktuell. Ihr Rüstungsschutz wird aber gleich etwas runtergehen. Das heißt, das ist genau andersrum als bei der Eiskönigin. Und ab Zeitskala 5 verliert er noch Rüstungsschutz. Genau. Bei der Zeitskala gibt es übrigens auch Heilen und so, da müssen wir gleich mal gucken. Wichtig ist noch, wir dürfen nur 4 Karten ziehen, ne? Denkt dran. Was meinst du mit 4 Karten ziehen? Statt 5. Wir haben ja eine Minusmarke. Wo hatten wir eine Minusmarke? Widrige Umstände. Ah, okay. 2 Karten ablegen und eine Minusmarke. Da muss ich nochmal machen. So, was haben wir an Gegnern? Wir haben ein Blutschakal für 6. Wir haben eine Söldner-Scharfschützen für 5, sind wir bei 11. Ein Armbrustschützen für 4, sind wir bei 15. Und ein horasischer Duellant für 4, sind wir bei 19. Damit haben wir die 18 erreicht. Blutschakal. Nachdem die Karte platziert wurde, legt eine Karte Blutschakal-Gift darunter. Der erste Held, der durch den Blutschakal Lebenspunkt verliert, mischt sie in sein Deck. Die müssten beide Nachteilskarten sein. Raubschwingengift, Blutschakal-Gift, jawohl. Ich behalte meine 4 Karten, die ich gezogen habe, auf der Hand. Ja. Okay, also der flieht bei 5 oder weniger. Flieht erst, wenn der Anführer erledigt ist, aber dann haben wir ja eh gewonnen. Dito.
Ah, und der hat Anzahl. Okay, also er hat kein Ausweichen, es sei denn, er geht in Verteidigungsstellung. Okay. Und der hat. Ne, das war jetzt doof. Damit wir dran denken, der hat nämlich zwei Aktionen. Die anderen haben alle eine Aktion, außer Zurbaran, der hat drei. Gut. Also, wir müssen Zurbaran ausschalten und dürfen nicht dreimal sterben. Aber wir haben ja auch den Polardiamanten noch. Was greifen wir am besten als erstes an? Ich muss jetzt erstmal ziehen. Also eigentlich hast du jetzt zwei Runden. Macht es mehr Sinn, die Schergen anzugreifen oder sich zu sammeln und, ja. Und dann konzentriert auf ihn. Ja. Mein Gefühl. Kann auch falsch sein. Es sei denn, es hat jemand direkt, wenn du einen Hornissenschwarm direkt in der ersten Runde auf der Hand hast, dann kannst du natürlich auch mit dem angreifen. An den kannst du ja gar nicht ausspielen. Aber, ja. Okay. Dann spiele ich. Zuerst mal gucken, was ich hier nutze. Die lege ich nochmal ab. Ich bin dran, gell? Mhm. Dann spiele ich zweimal Astrale Medition, verliere einen Lebenspunkt, spiele den Djinn-Ruf aus. Ja, okay. Das ist mal eine tolle Starthand. Greif mit dem an. Und das hat geklappt. Wen greifst du denn an? Den ersten Schergen. Ja. Mit 6 Schaden. Keine Treffer, Schadenspunkte. Mhm. Lebenspunkte. Ja. Der hat auch zwei Rüstungen, das heißt, der hat dann jetzt noch 8. Kriegt der, werden die trotzdem angerechnet? Das sind keine Trefferpunkte. Genau, Schadenspunkte. Also er hat zwei Rüstungen, deswegen lohnt sich das bei dem, das meinte ich. Ah ja. Ja. So, noch 20. Dann bin ich fertig. Okay, so, ich muss erstmal gucken, was ich jetzt hier gezogen habe. Die wird zur Ausdauer. Die wird zur Ausdauer. Ich mache also zwei Ausdauer. Das macht hier sogar Sinn. Haben wir irgendeinen Gegner, der mehr als einen Angriffswurf hat? Der hat zwei. Okay. Aber muss dann auch eine 8, 1 bis 8 würfeln. Übrigens, Startspieler hält mit den meisten Lebenspunkten, hält mit den meisten Schicksalspunkten, Startspieler oder zufälliger Held. Also überproportional der Startspieler. Okay. Tja, was mache ich jetzt? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ich habe zwei Ausdauer. Ich kann keine Karte ausspielen oder eine Karte aber dann nicht mehr angreifen, aber. Ich mache eine Ausdauer, mache ich meinen Standardangriff auf ja, den Blutschakal dann auch als Nahkampfangriff. Mit 12 ist nicht gelungen, das heißt, ich kriege einen Chip. Und für die zweite Ausdauer spiele ich eine Handvoll Sand auf den Zurbaran. Damit sind seine Würfe um 3 erhöht. Das anzuzeigen, lege ich mal hier einen Würfel mit einer 3 drauf. So. Ja, den Chip, warte mal, das ist eine freie Aktion, kein Talent. Das heißt, da kann ich den Chip jetzt nicht einsetzen.
Dann behalte ich den noch. Ja. Hilbert, du bist. Ich habe zwei Ausdauer gespielt. Und ich werde jetzt zuerst mal meinen Fernkampfangriff machen. Und habe mit einer 6 tatsächlich getroffen. Auch auf den Blutschakal, nehme ich jetzt mal an. Ja. Und treffe mit einer 5. Also 5 Trefferpunkte? 5 Treffer. 3 Schaden, hat er noch 5 Lebenspunkte. Habe ich eine Ausdauer, die jetzt auch tatsächlich verfällt? Kann ich zwar da machen. Schade drum, aber dann sind wir durch, ja? Jo. Dann kommt Zurbaran. Erste Aktion von Zurbaran. 16 plus 3 sind 19. Nichts, er lächelt unheilvoll. Zweite Aktion von Zauberan. 11 plus 3 sind 14. Nichts, er lächelt unheilvoll. Schon mal ein Zauber abgewandt. 9 plus 3 sind 12. Macht keinen Unterschied, ist ein magischer Angriff. Zufälliger Held. Talian, du wirst Opfer eines magischen Angriffs mit 3 Trefferpunkten. Hast du eine Rüstung ausliegen? Nee, hab ich okay. Nicht. Kann ich noch ausweichen? Ausweichen kannst du, aber du hättest mit der Rüstung auf 0 reduzieren können, wenn du die erschöpft hättest. Okay, hat geklappt. Okay, das heißt 2 Trefferpunkte dann noch. Ja. Dann bist du bei 25. Das war Zurbaran, der kommt jetzt weg. Das war ja nur für die eine Runde. Dann kommt der Blutschakal. 16, das ist gut. Er zischt kampflustig und infiziert keinen. Das ist schon mal wichtig. 7. Zielt sorgfältig. Legt einen Mark auf die Karte. Beim nächsten Schicksalspunkt wählt ihr Wurfergebnis automatisch als 2. Und dann kriegt der Held mit den meisten Schicksalspunkten 1W6 plus 7 und muss einen Chip ablegen. Ich glaube, ja, müssen wir genau überlegen, gleich wer nachher einen Chip hat oder auch nicht. Wahrscheinlich haben wir dann alle 0 und müssen auswürfeln, wer es wird. So, dann haben wir den Armbrustschützen. 17, Flucht, aber es ist noch ein Anführer da, daher nichts. Erste Aktion vom horasischen Duellanten. Eine 15. Verteidigungsstellung. Erhöht seinen Rüstungsschutz um 5 Punkte, also von 0 auf 5. Und zweite Aktion, eine 14, das gleiche nochmal. Er hat jetzt Rüstungsschutz 10. Quatsch, nicht Rüstung, ausweichen, sorry. Das wäre ein bisschen hart. Also, ausweichen 10 hat er jetzt. Das waren die Gegner. Wir machen einen Marker runter auf 6. Auf 6. Warum hast du das nicht angezeigt? So. Bei 6 passiert noch nichts. Zurbarans Rüstungsschutz bleibt auch noch. Auch erst nächste Runde. Ah, stimmt, wir müssen beachten, ne? Immer wenn ein Angriff misslingt. Aber hatten wir ja nicht. Bisher haben die Angriffe ja alle gelungen. Sind die Angriffe alle gelungen. Und wir haben noch den Polardiamant. Dann Startspieler wechselt zu mir. Und wir nehmen 2 Karten, machen wieder alles bereit. Sehr gut. Ausdauer.
Die oder die? Ja, komm. Wir nehmen die Karte. Ich wäre soweit. Ich auch. Ja. Okay. Dann spiele ich für drei mein Borndorn, meine Fernkampfwaffe. Und greife mit dem dann an. Und wenn der Gegner Lebenspunkte verliert, kann ich im nächsten Zug einen Aktionswurf der Wahl wiederholen lassen. Ja, jetzt ist die Frage, den Blutschakal, kriegt ihr den weg? Dann würde ich jemand anders angreifen, der nächste Runde auch angreift. Vielleicht sogar den Zurbaran, allein schon wegen des Effektes. Aber der hat noch Rüstungsschutz 5. Ich kann, ja gut, 8 kann ich machen. Also 50-50 Chance etwa, dass ich Lebenspunkte dem abziehe. Hör auf das Herz der Karten. Bitte? Hör auf das Herz der Karten. Das Herz der Karten. Was? Startspieler. Na gut, die Scharfschützin, die zielt gleich, aber das zu wiederholen ist halt auch eine 50-50 Chance, dass er trotzdem zielt. Ich würde vorschlagen, du machst jetzt erstmal einen Save und dann... Ich habe nur den einen Angriff jetzt. Jo. Und den mache ich tatsächlich auf Zurbaran. Gut. Er misslingt eh. Aber ich kriege keinen Chip dafür. Sondern kann keine weiteren Angriffe machen. Ich könnte ihn aber wiederholen mit einem Chip. Aber kriegt ich glaube, das nix. Lohnt nicht. Nee. Nö. Ja, dann lass ich es verfallen. Da bist du dran. Ich habe ausgespielt eine Ausdauer. Mhm. Ich spiele aus die Kräftigung und muss dafür eine Ausdauer jetzt permanent bereithalten. Mhm. Die aktiviere ich auch, also die nutze ich auch direkt. Ziehe Kraft aus meinem Glauben und ziehe eine Karte und heile mir selbst 2 Lebenspunkte. Mhm. Und dann mache ich noch einen und derart gestärkt werfe ich noch einen Wurfstein auf die erste Kreatur. Mhm. Und treffe mit einer 3. Mhm. Und 6 Schaden. Oh, der kann ausweichen. Wir haben gar nicht ausgewichen. Der hat es bestimmt nicht geschafft. Der hat es nur nicht geschafft. 6 Trefferpunkte. Jo. Der weicht aus. Also 3 Trefferpunkte ist 1 Schaden. Ist viel. Oh, der hat sogar 7 Ausweichen. Die hat auch 5 Ausweichen. Der hat aktuell 10 Ausweichen. Krass. Ja, das wird auch spaßig. Er hat nur 7 Ausweichen, also zweimal nicht ausgewichen, das ist schon realistisch. Bei 3 Versuchen. Bist du durch? Ich bin leider durch. Ich habe leider nur einmal Maximalschaden gewürfelt. Taljan, du bist. Bist du gerade da? Ja. So, ich spiele gutes Gedächtnis. Mhm. Dadurch kann ich eine Karte aus meiner Ablage auf die Hand nehmen, bekomme plus 1. So, ich nehme den Invocatio auf die Hand und greife mit dem einen, mit dem Djinn-Ruf an. Den Schakal. Hat geklappt. Das ist ein Angriff? Das ist ein Angriff, ja. Sind aber nur 2 leider ausgewichen.
Kann der da ausweichen? Der ist aus. Ja, wenn es ein Angriff ist, kann er ausweichen. Ne, ist kein Angriff. Achso. Zählt nicht als Angriff. Okay, aber waren eh nur zwei Trefferpunkte, sagst du? Zwei Schadenspunkte. Also vier Treffer. Nee, direkt Blut. Achso. Bluttropfen ist das. Ah, okay. Dann hat er noch direkt zwei. Der Schaden. Ja. Kriegst du den auch noch weg? Benutze einen Schicksalspunkt und greife mit meinem normalen Angriff an. Mhm. Hat geklappt. 1W6. 4. Nicht ausgewichen. 4 Treffer? Ja, reicht genau. Ja. Uah, das war knapp. Also kommt der weg. Das Gift kommt weg. Und du kriegst einen. Doch, für Ausgeschaltete kriegt man einen, ne? Ja. Ja. Du kriegst einen Chip zurück. Der Chip hat sich doch gelohnt. Was ist das? Aventuria. Aventuria. So. Damit bist du durch? Ja, bin fertig. Alright. Dann ist Zurbaran dran. Mit seiner ersten Aktion. 5. Der Startspieler, das bin ich, erhält 1W6 plus 2. Das sind 3. Und ich kann das nicht verhindern. Ich kann ausweichen, aber das nützt mir jetzt auch nur bedingt was. Tue ich auch nicht. Eieiei. Dann bin ich auf 24 und ich bekomme Zuberans Lähmungsgift. Was sagt das denn Schönes? Zurbaran hat dich mit seinem vergifteten Dolch verwundet und ein schreckliches Lähmungsgift breitet sich in deinem Körper aus. Lege am Ende jeder Runde 2 Marker auf diese Karte. Alle deine Angriffe sind um die Anzahl Marker auf dieser Karte erschwert. Oh. Lege diese Karte nach dem Kampf ab. Ja, sehr gut. Das wird spannend. Dann kann ich ja jetzt schon mal 2 drauflegen, weil bis zum Ende der Runde mache ich ja auch keinen Angriff mehr. Du musst das positiv sehen. Du bist ab der 3. Runde bist du unser Schicksalspunkte-Generator. Ja, super. So, starten wir mal mit 2. Jawohl, du darfst ja dann nach dem ersten Fehlschlag nichts mehr machen. Ja. Ja. Gut. Super. Ich opfer mich für euch. Das war die erste Aktion. Zweite Aktion, Zurbaran. Eine 8. Hätte ich eigentlich direkt in der Hand halten können. Ein zufälliger Held erhält 1W6 plus 2. Das ist... Ja, natürlich ich. Das sind 4 Trefferpunkte. Rüstung habe ich nicht ausliegen, sonst hätte ich es komplett verhindern können. Dann bin ich auf 20. Achso, ich darf ja noch ausweichen. Nö. Und dritte Aktion von Zurbaran. Eine 13. Nichts erlächelt unheilvoll. Ja, danke für nichts. So, die Scharfschützin. Hat eine Aktion. Und das ist nicht, sucht sich ein neues Ziel. Das ist gut. Der Armbrustschütze. Der hält mit den meisten Lebenspunkten. Das ist wohl Hilbert. Er hält 10 Trefferpunkte. Einmal ausweichen, bitte. Nein. Hast du irgendwas zum... Nein. Dann hast du noch 21. Und dann kommt der horasische Duellant, der hat 2 Aktionen. Erste Aktion 15. Verteidigungsstellung. Achso, zu Beginn seines Zuges einen entfernen. Der kommt jetzt aber wieder dazu. Dann hat er wieder 2. Und eine 7. Angriff. Der Startspieler, ja, wer ist das wohl? Erhält 1W6 plus 2, 8 Trefferpunkte.
Ich weiche aus. Dann sind das noch 4 Trefferpunkte. Das sind aber auch Schadenspunkte. Dann bin ich auf 16. Damit ist er durch. Wird auch Zeit. Dann sind wir bei 5. Zieht eine Scherenkarte und legt sie rechts an die Gegnerreihe. Es kommt dazu eine rachsüchtige Leibwächterin. Wenn die Leibwächterin oder links oder rechts an sie angrenzender Gegner durch einen Angriff eines erhalten Lebenspunkte verliert, führt die Leibwächterin sofort eine Aktion durch. Ja. Hat ansonsten aber keine Aktion. Das heißt, gilt nur für die beiden. Er verliert einen Rüstungsschutz, hat nur noch 4. Und Startspieler wechselt zum Hilbert. Und dann wieder 2 Karten ziehen, alles bereit machen. Okay. Ich spiele 2 Ausdauer und den Märtyrersegen, den muss ich jetzt auch wieder aufrechterhalten. Hab jetzt für jeden Angriff, den ich bekomme, bekomme ich einen Schadenspunkt, einen Trefferpunkt weniger. Und ich spiele aus meine Sichel als Nahkampfangriff. Und dann mache ich gibt es irgendein prädestiniertes Ziel für die Angriffe? Die beiden der nicht. Die weichen gut aus, ne? Ja, er weicht gut aus und sie hat ja auch noch eine Attacke, wenn du ihn angreifst oder sie angreifst. Ansonsten greift sie ja gar nicht erst an. Okay. Und die können wir dann einfach ignorieren. Dann würde ich die Bogenschütze neben Zoberan nochmal nehmen. Zoberan selber noch nicht, da machst du noch nicht genug Treffer. Nee. Okay. Und dann verfehle ich meinen Schicksalspunkt. Nee, tust du nicht. Ah, stimmt. Und du darfst keinen weiteren Angriff machen. Das wäre sowieso meine letzte Aktion gewesen. Gut. Okay, gut, dann brauchen wir auch hat keinen Chip damit einsetzen. Erledigt. Dann ist Talian dran. Okay, spiel 2 Ausdauer aus und probier's mit dem Invocatio auf den Boss. Mhm. So, nein, Schicksalspunkt bitte. Setzt du den ein? Ja, muss nochmal wirbeln. Okay, weil ich wollte gerade sagen, du kriegst ja keinen. Ja, hat geklappt. Das heißt 12 Trefferpunkte. Ich war auch mal. Sind dann 8 Schaden. Damit hat er noch 13. Aber mehr kann ich nicht machen. Nee. Okay, dann sind die wieder dran, ne? Nee, ich bin dran. Ich bin ja noch dran. So, ich überlege gerade noch. Ich kann 5 zur Ausdauer machen, meinen Spaten spielen. Oder ich mache 6 Ausdauer. Ja, komm, ich mach es so. Ich spiele meinen Spaten für 4. Und hab dann noch genau eine Attacke über. Und greife da mit dem Spaten an.
Und ja, versuche es jetzt auf Zoberan. Viele Chancen habe ich ja nicht mehr. Eine 13. Wiederhole das Ganze nochmal. Eine 9 ist gelungen. 11 minus 2 ist gerade 9. Reicht gerade so. Ach nee, ah, scheiße, das ist ein Angriff minus 2. Verdammt. Also auf eine 7 würde ich ja nicht wiederholen. Ja, war eigentlich doof, ne? Aber gut. Ja, aber jetzt ist musst so. Du musst dich erstmal das Gift in deinem Körper gewöhnen. Genau. Das benebelt auch meine Sinne. Ja, dann bin ich durch, dann sind die dran. Also, erste Aktion Zoberan. Ist eine 11. Zufälliger Held. Es bin natürlich ich, ja klar. Ja, hau rein. 8 Trefferpunkte. Das weichst du doch aus, komm. Pilara, wir glauben an dich. Tu ich auch. 4 Schadenspunkte. Dein Ausweichen wäre das nicht beeinflusst durch das Gift, ne? Nee. Gut. Nur Angriffe, ja. Interessanterweise, okay. Ja. Gut, dann bin ich auf 12 Lebenspunkte. Zweite Aktion. 8. Zufälliger Held, 1W6 plus 2. Sind dann 4 Trefferpunkte und es trifft Hilbert. Hast du eine Rüstung? Hilbert darf versuchen auszuweichen, oder? Du darfst versuchen auszuweichen, ja. Das schaffe ich nicht, aber ich bekomme einen Trefferpunkt weniger. Also 3 Trefferpunkte. Denn ich habe den Segen des Märtyrers auf mich gesprochen. Und das sind dann auch 3 Schaden, ja? Genau. Also 18. Und die letzte Aktion vom Zoberan. Eine 9, das gleiche nochmal. Ich habe mal gehört, du solltest zweistellig würfeln, dann wird's besser. Das bin natürlich wieder ich. Das sind 7 Trefferpunkte. Was hältst du ich davon, weiche wenn du aus, den, sind also 4 Schaden. Was hältst du davon, wenn du den Segen des Nordsdiamantens nutzt? Ja, stimmt, könnte ich langsam mal machen, ne? Macht dir das unter euch aus, gerade hier? Ja, du bist hier nicht. Er hat hier so die Gefahr in sich im Raum erkannt. Nicht den Typen, der den, nicht den Magier, der den großen Dämon ruft. Nee, das ist Pilara. Mit dem Spaten. Und dem Lebengift. Also ich habe jetzt noch 8. Es wird schon reichen, wenn die Söldner Scharfschützin. Nee, die geht auf mit den meisten Schicksalspunkten. Ja gut, das kann mich auch treffen. Auch hier Held mit meisten Lebenspunkten, das wäre nicht ich. Startspieler wäre nicht ich. Startspieler wäre nicht ich. Die macht nichts. Also, die wird mit einer 50% Wahrscheinlichkeit einen von uns drei angreifen und mit 30% Wahrscheinlichkeit bin ich das dann. Also mit 33%. Dann 1W6 plus 7. Also dann richtig. Dann wärst du auch Batsch. Also wäre es wahrscheinlich sinnvoll, jetzt einzusetzen. Ne? Um das abzusichern, ja. Hast du Widerworte, Talia? Nö, mach. Gut. So, dann bin ich auf 40 und darf 2 Karten ziehen. Mein Blasrohr und Fuchssinn. Boah, ich ziehe hier meine ganzen Waffen, mit denen ich gleich eh nichts mehr anfangen kann. Ach, jei. Ach, es war eigentlich blöd, den Spaten zu spielen. Naja, egal. Jetzt ist es zu spät. Dann ist Zoberan durch. Dann kommt die Söldner-Scharfschütze.
die eine 15 würfelt, damit hat sie mich nicht getroffen. Okay, sucht ein neues Ziel. Na gut. Dann der Armbrustschütze. Eine 6. Startspieler. Das ist Hilbert. 6 Trefferpunkte. Ich weiche aus und ich bekomme einen Treffer weniger. Also 2 Schaden. Exakt. Dann bist du bei 16. Dann haben wir den horasischen Duellanten. Verliert einen Marker und fängt dann an zu würfeln. Ne? Und kriegt den wieder zurück, genau. Und zweite Aktion. Startspieler, das ist Hilbert. 6 Trefferpunkte. Ich weiche nicht aus und ich bekomme 5. So, du hast jetzt noch 11. Rastrüchtige Leibwächterin macht nichts. Ein Marker runter, sind wir bei 4. Bei 4 passiert nichts. Aber Zurbaran geht von 4 auf 3 runter. Startspieler geht auf Talian über. Und wir ziehen 2 Karten. Und ich krieg hier 2 drauf. Ich habe jetzt also Attacken um 4 erschwert. Und ziehe 2 Karten. So, jetzt muss ich mir langsam überlegen, was überhaupt noch Sinn macht. Heiltrank zum Beispiel. Großer Heiltrank mit 10 Lebenspunkten, der macht Sinn. Ja, Waffen macht nicht mehr wirklich viel Sinn, ne? Nee. Ich kann noch einmal hier versuchen, meine leichte Armbrust werde ich vielleicht noch ausspielen. Ja, das macht auf jeden Fall noch Sinn. Das macht noch Sinn. 3, 4, 5. Also dann 6, 7. Na ne, dann kann ich aber nicht mehr angreifen. Ne? Chip habe ich ja nicht. Ah, doch. Ich weiß, was ich mache. Ja. Ich bin soweit. Hilbert, brauchst du Lebenspunkte? Ich kann ihm gleich 10 heilen. Könnte ich nämlich auch. Also du bist jetzt der nächste Startspieler, du wirst tendenziell das meiste abkriegen. Dann behalte ich es vielleicht oder ich spiel's auf mich. Ich würde sagen, dann mach du auf dich und Pelara auf mich. Also 10 Lebenspunkte? Oder musst du noch was würfeln? Ich muss gerade gucken, wie viel ich aufwende. Moment. Ich will ja noch einmal angreifen. Ich nehme 4. Okay, also ich krieg 8 Lebenspunkte. Und greife einmal mit dem Djinn-Ruf an. Unseren Hauptbus. Mit 5 Schadenspunkte. Kein Angriff. Hat er noch 8. Das waren jetzt direkt 5 Blut und nicht 5 Treffer, ne? Genau. Zählt dann Rüstungsschutz oder? Nee, deswegen frage ich dich nochmal. Ja. Dann bin ich durch. Okay. So, ich spiele erstmal No-Brainer Baldur Hut für 0. Leg da einen Marker drauf. Wo ist die 1? Da ist die 1. So. Jetzt spiele ich erstmal für 4 meinen großen Heiltrank.
Ich habe 7 Ausdauer insgesamt. 10 Lebenspunkte für den Hilbert. Danke. Dann bist du wieder auf 21. Jetzt habe ich noch 3 Ausdauer. Für 3 Ausdauer spiele ich meine leichte Armbrust. Jetzt habe ich 0 Ausdauer. Jetzt setze ich meine Sonderfertigkeit ein. Nehme eine zufällige Ausdauerkarte auf die Hand und nehme mir dafür 2 Schicksalspunkte. Ich muss gerade mischen. Die sind ja alle eingesetzt. Ich habe mein Waffengift gezogen. Okay, das werde ich eh nicht mal einsetzen. Und habe jetzt 2 Chips. Und damit mache ich noch einen Angriff auf den Zurbaran mit der Armbrust. Ich habe 7, also 11 minus 4. Würfel eine 4. Das sind dann 1W6 plus 7, weil der Rüstungsschutz 3 oder höher hat. Damit kann ich dann im nächsten nicht angreifen. Aber ich mache erstmal 10 Trefferpunkte. Minus 3 sind 7 Schaden. Aber er kann maximal 2 verlieren, weil Talien gerade schon 5 verloren hat. Achso, okay. Verdammt, wir haben ja noch die Karte hier, ne? Mhm. Okay. Aber dann verliert er 2. Dann ist er auf 6. Schade, ich hatte jetzt gedacht, ich kann nochmal richtig reinhauen mit dem Ding. Ratz. Ja, das hatte ich nicht bedacht. Na, wäre ich vielleicht besser noch auf jemand anders gegangen. Aber gut, jetzt ist zu spät. Achso, dafür muss ich einen Chip ausgeben. So, jetzt habe ich noch einen Chip. Aber dann hatte ich noch, ja... Ja, aber mit dem Spaten angreifen mit auf 5 macht keinen Sinn. Ja, für den Chip nicht, nee. Nee. Wenn du eine Ausdauer hast, dann mach. Und ich habe Maximalschaden geworfen. Nee, hatte ich Maximalschaden geworfen? Nee, hat eine 2, oder? Nein, eine 3 hatte ich geworfen, ne? Also 10, ja. Nee, hat mal keinen. Ja. Dann bin ich durch. Gut. Ich habe 2 Ausdauer gespielt und da wir den Zurbaran nicht mehr angreifen können diese Runde, zumindest macht es keinen Sinn. Nutze ich eine Ausdauer für meine dicke Robe und eine für meine Aspektkenntnis und verbessere meinen Liturgiewert um 3 und greife dann sinnigerweise diese mit meiner letzten Ausdauer mal mit meiner Sichel an. Mhm. Und wen? Die Scharfschütze nochmal. Die Scharfschütze, ja. Und ich verfehle. Und das war auch meine letzte Aktion. Also egal. Gut. Dann. Das lässt sich, dass man keinen Schicksalspunkt kriegt. Ja. Dann sind die dran. Der liebe Zurbaran. Mit der ersten Aktion eine 10. Zufälliger Held. Talian. 3 Trefferpunkte. Wenn du eine Rüstung hast, kannst du es auch komplett reduzieren auf 0. No. Kannst du denn ausweichen? Nicht geklappt. Also 3 Schaden. Dann bist du bei 30. Achso, zweite Aktion, Zurbaran. Eine 6. Der Startspieler, das bist auch du. 7 Trefferpunkte. Kannst du ausweichen? Nein. Oh. Dann bist du bei 23. Und dritte Aktion, Zurbaran. 7. Zufälliger Held. Ja, das nehme ich doch jetzt mal gerne. Ja, das sind auch 8. Ich kann auch nicht ausweichen. Dann bin ich bei 32. Das war Zurbaran. Dann kommt die Söldnerscharfschützin. 17. Flucht, wenn Anführer nicht mehr da sind, aber sind noch.
Armbrustschütze, eine 12. Startspieler, das ist Talian. 3 Trefferpunkte. Kannst du ausweichen? Ja, ausgewichen. Also 2 Schaden. Der hat sich gelohnt. Ja. Der hat sich gelohnt. Das war ein richtig guter. Wer weiß, vielleicht ist der eine nochmal entscheidend. So, der horasische Duellant. Eine wird entfernt. 13 legt wieder einer drauf. Und 3 der Startspieler. Das ist wieder Talian. Oh ne, das war falsch. 8 Trefferpunkte. Kannst du ausweichen? Ja. Das sind 4 Schaden. Gut, dass ich vorhin Lebenspunkte getankt habe. Bist du bei 17, ja. Und die macht ja nichts. So, das heißt, wir sind jetzt bei 3. Jeder Gegner hält sich 5 Lebenspunkte. Also auch Zurbaran. Oh nö. Der ist auf 11, aber sonst ist keiner angeschlagen, also nur Zurbaran. Und Zurbaran verliert einen Rüstungsschutz. Jetzt hat er 4. 2. Mhm. 2. Ja. Jetzt lohnt sich's. Einmal verliert er noch. Der kriegt gleich so aufs. Ist schon nach 22, ich darf schon Maul und sagen. Ich, ne? Krieg noch 2 drauf. So, dann habe ich jetzt 6 Abzug bei Attacken. Yay! So, dann wieder Startspieler auf mich. Alles bereit machen. Und 2 Karten ziehen. Ah, ich könnte jetzt meine Nahkampfattacke noch um 3 verbessern. Vielleicht hätte ich dann nochmal eine realistische Chance zu treffen. So, wie viel habe ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 6 Ausdauer. Okay, die lege ich mir schon mal hin. Diesen miesen kleinen Schänder des Lebens werde ich gleich ordentlich die Fresse polieren. 7. Ja gut, das kann ich aber ja machen. Ich versuch's einfach mal. Ja. Ich wäre soweit. Ich auch. Lege einfach los. Anduin, es gibt keine Schicksalspunkte, weil wir die Kampfumgebung Plumbumbarum haben und das verhindert, dass wir Chips geben, wenn ein Angriff misslingt, und wenn uns ein Angriff misslingt, dürfen wir auch keine weiteren in der Runde machen. So, also ich habe 3, 4, 5, 6, 7 Ausdauer. Ich spiele für 3 Ausdauer meine Kriegskunst, verbessere meinen Nahkampfangriff um 3. Ich spiele für 1 mein Waffengift auf leichte Armbrust, darf ich diese Runde leider nicht einsetzen. Ja, auf meinen Spaten. Und ich spiele, ne, hatte ich schon, ne? 1, 2, 3, 4. Und spiele für 2 noch ein Schutzamulett. Damit darf ich einmal einen Magieangriff, was ja dann Zobarans Magieangriff wäre, abwehren. Außerdem habe ich noch Gefahreninstinkt. Ich darf den gewürfelten Schadenswurf wiederholen lassen. Das kleine Ergebnis zählt. Den kann ich jederzeit noch einsetzen gleich. Also mit dran denken. Und für die letzte Ausdauer greife ich dann mit meinem Spaten an. Habe da jetzt 14, minus 2 sind 12, minus 6 sind 6. Habe ich ein Talent gespielt? Ich habe sogar noch ein Talent gespielt und setze noch meinen Chip ein, um eine Karte vom Entdeckungsstapel zu ziehen, bevor ich den Angriff ausführe. Und habe den archaischen Kristallschädel gezogen. Lege diese Karte ab, mische einen Schergen mit Gefahrenwert 3 oder weniger zurück in den Zugstapel. Naja. Haben wir gar nicht.
Aber ich kann eh diese Runde nicht ausspielen. Also falls da jetzt ein neuer Scherge dazukommt, der so schwach ist, könnte ich den in den Zugstapel mischen. Gucken wir mal. Ja, dann mache ich jetzt meine Spatenattacke auf. Ich rechne nochmal gerade. 14 minus 2 sind 12, minus 6 sind 6. Ja. Gucken wir doch mal, was rauskommt. Eine 5! Und mache damit 1 bis 6 plus 4 Trefferpunkte. Das sind 9 Trefferpunkte. Wenn ich 9 oder mehr verursache, kriegt der Gegner minus 2 auf alle, plus 2 auf alle Aktionswürfe. So, also erstmal 9 minus 2 sind 7 Schaden. Da hat er nur noch 4. 7 geht auch, ne? Ja. Ist ja, ja nicht geht. Die Hälfte, genau. Und, ja, da 15 vorher, ne? Nee, 21. Achso, der. Bis also, zu 10 kann er dann kriegen. Genau, aber hatten wir dann. Hätte ich dann, ja, dann haben wir letzte, mehr Schaden gemacht? Hättest du. Da wären wir jetzt. Wäre sogar bei 1. Hätte ich einen mehr gemacht, nur. Du hast vorhin 10, ich habe aber gesagt, es wird auf 2 gedeckelt. Weil ich auf 7 gerechnet habe, wenn er 3 mehr hätte kriegen können, hätte er jetzt 3 weniger. Ja eben, dann wäre mich jetzt tot. Dann wäre er bei 1. Warum? Achso, ja, stimmt, er hat 4. Ja, dann wäre er jetzt bei 1. Gut. Und. Achso, nee, ich mache ja noch einen mehr, weil ich noch Waffengift habe. Ha. Ja. So, haben wir jetzt aber richtig gerechnet. Also, er hatte 3 mehr. Also, wie viel hatte er jetzt gerade, bevor du angegriffen hast? Ja, bevor ich angegriffen habe, hatte er. Achso, genau. Wie viele darf er jetzt verlieren, ne? Er hatte, genau, nee, er hatte 11, er darf nur 10 verlieren. Also einen hat er noch auf jeden Fall. Na, wenn er jetzt gerade 11 hatte und technisch haben wir in der letzten Runde 3 zu wenig abgezogen, also hätte er jetzt nur 8 und darf 10 verlieren, ist er tot. Hast du recht. Ich hatte jetzt 11 gemacht, minus 2 sind 9. Ja, und dann hat er minus 1. Ja. Und dann nochmal plus 1 wegen dem Waffengift. Ja, das hatte ich da jetzt schon mit reingerechnet. Achso, okay. Ja, toll. Oder? Nee, ich hatte 10 Trefferpunkte gemacht, genau. Mhm. Minus 2 sind 8. Also genau auf 0. So war's. Nee, doch. 9 plus 1, ja. Wir haben. Doch, Trübsal hat jetzt keine Sinn, denn tot ist tot und hin ist hin. Pilara rettet den Tag. Ja. Haben wir den jetzt schon? Und ausgerechnet ich die gelähmt ist. Ich bin jetzt schon ein bisschen enttäuscht, dass ich in der nächsten Runde nicht mit dem absoluten Hornissen-Overkill töten könnte. Entschuldigung. So, wir kriegen Anzahl Helden mal 2 Belohnungskarten. Also 6 Belohnungskarten noch dazu. Dann sind wir hier bei 10. Das ist ja schon eine schöne Mechanik, aber wie viele für 3 Abenteuerpunkte du am Ende kriegst, ja? Ich glaube, man kriegt 4 sogar, ne? Oder 5 sogar? Super. Ich guck mal gerade. Drei, ja. Und dann kann man aber noch zusätzliche dazu bekommen. Je nachdem, was. Für aber was? Einen kriegen wir schon mal nicht. Dürfen wir nicht verraten. Das genau, aber einen haben wir definitiv schon mal verpasst. Also wir können noch maximal 5 bekommen, wobei ich jetzt nicht gesehen habe, was die anderen genau waren. So, also wir müssen doch definitiv einen Akt spielen, ja? Genau, Sieg über Zurbaran. Zurbaran geht mit einem Röcheln zu Boden und haucht sein Leben aus. Möge seine schwarzen Seele für immer in den Niederhöllen schmoren. Genau. Ich da noch entsprechend hier... Abtrünnige Lesira haben wir nicht, nein. Verbündete Lesira haben wir nicht, nein. Entschuldigung. Handelt nun die Regeln für das Kampfende ab und führt eine Atempause durch.
Also eine Atempause. Warum blinkt hier mein Bild? Warum tut es das? Hat das Bild bei euch auch geblinkt? Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Lieber Chat, hat bei euch das Bild geblinkt? Ich hab's gar nicht gesehen. So. Also. Ja, erstmal alle auf 30 Lebenspunkte. Ich bin ja schon drüber. Chips hat noch irgendjemand? Nein, haben wir eh nicht. So, das heißt, Sonderfertigkeiten wird wieder aktiviert, natürlich alles wieder mischen, ist auch klar. Und dann eine Atempause mit, wir haben noch 3, plus 2 sind 5. So, das heißt, wir könnten uns bis zu 10 Lebenspunkte heilen. Wir könnten uns außerdem 2 Schicksalspunkte nehmen und 2 Lebenspunkte heilen. Oder wir können uns vorbereiten. Oder wir können Übungen oder trainieren. Vorbereiten war kostet eine Karte oben auf die... Zu Beginn des nächsten Kampfes dein Zugegner einer beliebigen Karte durchsuchen und diese auf die Hand nehmen, zusätzlich den 5 Karten auf der Starthand. Zu Beginn des Kampfes. Mhm. Zu Beginn des Kampfes, also verliere ich hier nicht bei irgendwelchen Abdeckaktionen. Gut. Ja. Was kostet die? 5, ne? 4. Also dann hättest du noch einen und könntest noch 2 Lebenspunkte heilen zum Beispiel. Üben und trainieren kostet jeweils 2. Üben war Kampf, ne? Ne, trainieren war Kampf, üben war Talente. Üben war... Achso, da steht auf der Karte selber dann, ja. Auf jeden Fall als 1 Kampf und 1 ist Talente, ja. Ich glaube, Training war Kampf. Wahrscheinlich. Ne, obwohl, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ist ja egal. Ich würde einen Schicksalspunkt nehmen. 2 Punkte würde ich für Talente investieren. Und dann habe ich noch, dann darf ich noch einen, dann darf ich noch 32 Lebenspunkte heilen, ne? Mhm. Okay, also. Wir fassen jetzt nochmal, oder ne, genau. Machen wir erstmal. So, wir fassen Übung. Gleich nochmal am Ende zusammen. Also 2 Lebenspunkte, einen Chip für Hilbert und dann eben üben oder trainieren, je nachdem, was Talente sind, ne? Genau, genau. Mhm. Bei mir das, was Hilbert sagt. Okay. Talian 32. So, und auch Talentkarte. Muss dann auch nochmal gucken. Ich nehme auf jeden Fall auch einen Chip. Verschluckt. Hilfe. Ich nehme 2 Chips und 2 Lebenspunkte. Dann bin ich bei 34 und habe 2 Chips. Ja, sehr gut. So, jetzt gucken wir gerade noch mal, was üben und was trainieren ist. Uno momento. So, Training, Übung. Training ist Kampf und Üben ist Talente. Und Üben heißt, du darfst 5 Marker drauflegen. Und ja, genau. Darfst um die Zahl dann deine Wurfergebnisse bei Talentproben verbessern. Das gilt dann für euch beide. Es sind auch genug Übungskarten dafür beide, ja. Also, wir fassen nochmal zusammen. Ich habe 34 Lebenspunkte, also 2 draufgepackt und 2 Chips, die mich je 2 kosten, sind 5. Hilbert hat einen Chip, 2, eine Übungskarte, 2 und 2 Lebenspunkte, 1 sind 5. Und Talian hat dasselbe wie Hilbert. Ja. Sehr gut.
Und damit gucken wir mal, was danach jetzt noch kommt. Jetzt habe ich das natürlich hier an die falsche Stelle gesteckt, verdammt. So, Legoslav Befreiung. Ihr durchsucht die unterirdische Anlage und findet schließlich hinter einem losen Stein verborgen das Pergament, auf dem Legoslav seinen Namen geschrieben hat. Außerdem findet ihr hier noch weitere Blätter Papier mit den Namen der anderen Diener, die sich Zurbaran untertan gemacht hat. Ihr verbrennt dieses schwarze magische Zeug und befreit damit Legoslav und die anderen aus ihrer Sklaverei. Sie bedanken sich herzlich für ihre heldenhafte Tat, und lassen dann diese verfluchte Anlage so schnell es geht hinter sich. Legt alle verbliebenen Ressourcenkarten ab, also Mitstreiter ist jetzt weg. Falls ihr den Polardiamanten besitzt, geht es weiter mit Akt 4 auf Seite 43. Falls nicht, lest weiter bei Epilog. Okay, aber wir haben den ja. Das heißt, wir sind jetzt in Akt 4. Also hätten wir den Polardiamanten nicht, dann wäre es jetzt tatsächlich zu Ende gewesen. Okay. Und das nächste Mal dann wieder mit dem Smilp, hoffentlich. Und genau, Datum steht noch nicht genau fest, aber ich denke mal irgendwann Mitte, Ende Januar wird es ja, wahrscheinlich. Wir haben noch einen Termin am 6. Oder? Nee, am 5. Am 5. ist aber die andere Kampagne. Nee, du hast der bei uns gerade reingeschrieben. Wir hatten doch auch noch im Januar eine. 9. Wann war denn das? Ne, am 5. ist die andere. Ja, aber wir hatten noch einen. Ja, wir hatten... 9. Wir Januar oder so, kann das sein? Nee. 9. wir haben jetzt neu, aber wir hatten am Anfang Januar einen gehabt. Irgendeinen hatten wir noch. Nee, in der ersten Januarwoche habe ich ja nur einen festgemacht. Das war der 5. für die andere Kampagne. Okay. Also wir hatten noch keinen. Das ist ja doof. Gut, dann müssen wir die Umfrage machen. Genau, also ab dem 16. gibt es Termine. Alles klar. Ja. Gut, gut. Genau, weil am 5. hätte nämlich der... hättest du nicht gekonnt, Merlin. Ja, deswegen fiel der raus. Ja, ich sag dir gleich Bescheid. Alles klar. Dann, ja, vielen Dank an eure Zuschauer. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Und ich hoffe, deine Tochter kriegst du jetzt ins Bett um 23 Uhr. Oder ist sie so aufgedreht jetzt? Tschüss, Faris. Die übt jetzt einmal die Duellregeln. Genau. Viel Spaß auf jeden Fall noch. Gute Nacht euch allen und allen einen guten Rutsch, wenn ihr das noch vor einem neuen Jahr seht. Und ansonsten frohes neues Jahr schon mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.